Auf diese E-Mail habe ich dringend gewartet. Die Düsseldorfer Bezirksregierung erteilt mir endlich eine einmalige Außenlande- und Außenstarterlaubnis mit einem Ultraleichtflugzeug. Nein, nicht auf irgendeinem Feldweg, sondern auf dem Flughafen Mönchengladbach, der ansonsten von Ultraleichtflugzeugen nicht angeflogen werden darf. Hiermit erteile ich Ihnen die Erlaubnis zur Durchführung von Außenlandungen und Außenstarts auf dem VLP Mönchengladbach. Warum das noch immer so ist, konnte mir in Mönchengladbach niemand begründen. Und somit erhielt ich vom Flughafen problemlos das nötige schriftliche Einverständnis, das ich in Düsseldorf vorlegen musste. Kostenentscheid, 50 Euro. Den Betrag bitte ich unter Angabe des Kassenzeichens und so weiter innerhalb 14 Tagen zu überweisen. 50 Euro. Stolz. Immerhin kann ich endlich, wie geplant, mit dieser G3-600 und dem Kennzeichen Delta Mike November Hotel Papa nach Mönchengladbach fliegen, um mich dort auf dem Flughafen mit meiner Kamera umzusehen. Ich starte vom Fluggelände Erkelenz-Kückhofen aus, wo etwa 60 Ultraleichtflugzeuge beheimatet sind. Von unserem Fluggelände ist es nicht weit bis Mönchengladbach. Ich bin gerade erst 1200 Fuß hoch, als das neue Mönchengladbacher Fußballstadion schon unter mir liegt. Und bei 180 Stundenkilometern sehe ich keine 5 Minuten später die Pferderennbahn und den Flughafen vor mir. So bereitwillig mir von dort eine Landeerlaubnis erteilt worden ist, war mir auch Unterstützung bei meinem Rundgang mit der Kamera zugesichert worden. Mit 1200 Metern ist die Landebahn gut dreimal so lang wie zu Hause in Kückhofen. Und ihr Anblick begeistert mich, da die meisten Flugplätze, die ich bisher angeflogen habe, Graspisten hatten. Und es macht einfach Spaß, auf so einer Bahn zu landen. Ich muss schon eine ganze Weile rollen, bis ich meine mir zugewiesene Parkposition erreiche. Mein erster Weg führt mich auf den Tower. EDLN, das ist die internationale Kennung für den Flughafen Düsseldorf-Mönchengladbach. Es arbeiten immer mindestens 2 Fluglotsen auf dem Turm, die alle Flugzeuge innerhalb der Kontrollzone Mönchengladbach kontrollieren und koordinieren. Auf den Radarbildschirmen der Lotsen erscheinen die Flugzeuge als sich bewegende Dreiecke mit Angaben über Kennzeichen, Höhe und Speed.
Auch ich war bis zu meiner Landung so ein Dreieck. Für jedes Flugzeug, mit dem der Tower Funkkontakt hat, wird ein sogenannter Streifen angelegt, auf dem alle wichtigen Daten und Anweisungen eingetragen werden, so dass immer beide Lotsen einen genauen Überblick über alle geplanten Flugbewegungen haben. Die Hallen des Flughafens sind nicht nur Hangar für Flugzeuge. Dies ist die Halle des RAS, des Rheinland Air Service. In dieser Flugzeugwerft lassen deutsche und ausländische Eigner Checks, Inspektionen, Tests, Installationen und Reparaturen an Flugzeugen und Fluginstrumenten durchführen. Sie ist auch Servicestandort der Muni, die hier neu oder auch gebraucht erworben werden kann. Diese Cessna 172 gehört zu den wenigen Flugzeugen, die einen Dieselmotor haben. Hier wird in einer Do 27 gearbeitet. Mehr als 20 Spezialisten des RAS führen auch aerodynamische und mechanische Verbesserungen zur Optimierung der Leistungsfähigkeit verschiedener Flugzeugtypen durch. Diese Fokker 27 ist das zurzeit größte Flugzeug beim Rheinland Air Service und ganz offensichtlich soll an den Triebwerken gearbeitet werden. Und ist für noch größere Flugzeuge ein Hangar zu klein, gibt es kreative Lösungen. Aber es sind fast nur die kleineren ein- und zweimotorigen Maschinen, die zurzeit den Mönchengladbacher Flughafen frequentieren. Und die hier draußen stehen, sollen bei dem heutigen idealen Flugwetter vermutlich noch in die Luft gehen. Für die Piloten der Eco-Maschinen steht eine Tankstelle zur Verfügung. Größere Flugzeuge werden selbstverständlich vom Tankwagen aus betankt. Und während die einen noch mit Warmlaufen und Innencheck beschäftigt sind, sind andere abflug- und startbereit. Ich werfe noch einmal einen Blick in die Hangar. Und als ich mir diesen merkwürdigen Flugzeugtyp ansehe, lerne ich auch seinen Besitzer, Hanno Fischer, kennen, einen Piloten der besonderen Art. Ich war der technische Leiter von Rheinflugzeugbau und habe alle Flugzeuge, die bei RFB gebaut worden sind, 14 Stück, ja, alle konstruiert, weil ich das realisiert haben will, was ich mir vorstelle, wie ein Flugzeug aussehen muss und was es können muss. Das war das Erstlingswerk. Inzwischen machen wir das natürlich besser mit neuen Materialien, aber das ist ja Baujahr 54. Dann erfahre ich, warum der Propeller hinten ist. Ja, weil der beste Platz für den Piloten gehört und nicht für den Motor. Ich fliege ja, um vorne was zu sehen. Und in diesen Krippeln sehen Sie ja jedes Mal erstmal auf den eigenen Motor und haben einen Obstakel vor der Nase. Außerdem ist es leiser, weil es hinter einem ist. Außerdem sind die Flugeigenschaften besser und die Leistungen sind höher. Das war damals schneller wie der Weltrekord 1956. Das war die erste Anwendung von Kunststoff überhaupt an einem Flugzeug. Heute ist der Stand der Technik. Und die erste Zulassung in den USA, also es ist ein fliegendes Denkmal. Aber seine RW3 ist nicht der einzige Oldtimer hier. Und dann entdecke ich ganz hinten in der Halle Deutschlands wohl bekannteste Tante. Aber erst einmal ist beim Anblick der alten Tante Ju mein Entsetzen größer als meine Freude. Dieser fürchterliche Anstrich gefällt wohl bestenfalls dem Sponsor der Ju-52. Tröstlich, dass wenigstens die Rumpfunterseite nicht so schrecklich bunt ist. Seit 1988 befindet sich die RWL-Flugschule in diesem Gebäude. Nicht nur auf den fast 30 eigenen ein- und zweimotorigen Schulungsflugzeugen,